Willkommen im Sportzentrum am Astbrandplatz. Heute zum Spiel der Finke Baskets gegen die BG Göttingen. Sie sind der Betreuer der BG Göttingen. Was versprechen Sie sich von diesem Spiel heute? Na ja, gut, wir haben ordentlich Fans mitgebracht und die Fans sind dafür bekannt, dass sie immer Stimmung machen. Und ich hoffe, es wird ein enges Spiel mit einem positiven Ausgang für uns. Wie sehen Sie die Baskets in diesem Jahr? Ja, die Baskets sind ganz gut gestartet eigentlich, dann war ja der Ausfall des Playmakers, wo dann nachverpflichtet wurde. Das, was zu erwarten war, das spielen sie und ich denke mal, sie werden auch sicher in den Playoffs sein am Ende der Saison. Christoph, wie sieht's aus? Was erwartest du für das Spiel? Ja, ich erwarte natürlich erstmal, dass es ein spannendes, hochklassiges, schnelles Spiel wird. Bei der Spielweise beider Teams ist damit zu rechnen, dass viele Punkte fallen, dass es schnell den Platz rauf und runter geht. Verteidigung werden wir vielleicht heute nicht so viel sehen wie in anderen Spielen. Lassen wir uns überraschen. Aber es wird mit Sicherheit wieder sich einreihen in die teilweise Klassiker-Spiele der letzten Jahre. Das hoffe ich zumindest. So, jetzt haben wir auch den Co-Trainer hier, Uli Nächster. Uli, wie sieht das aus? Wie sind die Erwartungen für das Spiel und wie sieht es mit dem Team aus? Ja, ich glaube, die Vorfreude ist diesmal wirklich groß. Es wird eine tolle Kulisse sein und, glaube ich, ein sehr spannendes und attraktives Spiel auch für die Zuschauer. Außerdem haben wir zum ersten Mal unseren Kader mit den neuen Profis wirklich fit und komplett. Wir freuen uns sehr aufs Spiel. Ich freue mich persönlich aufs Spiel. Ich glaube, es wird für alle Beteiligten wirklich eine super Begegnung. Vor zur Halbzeit. Wie hat dir das Spiel bisher gefallen? Sehr gut. Ich habe es ehrlich gesagt so nicht erwartet. Vor allen Dingen, dass sie nach dem ersten Viertel mit 12 führen. Das war sonst eigentlich immer andersrum. Ne? Aber ich erwarte eine enge Kiste hier heute. Das haben wir leider noch nicht im Sack. Wir könnten jetzt auch abpfeifen. Was gibt euch Hoffnung, dass das noch klappt in der zweiten Halbzeit? Weil die letzten 5 Minuten des zweiten Viertels, die Verteidigung intensiver war schon von uns. Und wir geben nie die Hoffnung auf. Starke erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war Göttingen, glaube ich, sehr, sehr stark. Woran hat es deiner Meinung nach gelegen, dass das am Ende nicht geklappt hat? An uns.
An den Ballverlusten oder woran? Naja, ich meine, Ballverluste passieren hin oder her, aber das kann man immer wieder wegmachen mit irgendwelchen guten Verteidigungsaktionen. Hat nicht funktioniert. Die haben immer die heißen Leute gefunden, so wie wir in der ersten Halbzeit. Und ich denke, das war das generelle Problem in der zweiten Halbzeit. Wir sind überhaupt nicht klargekommen mit ihrem Penetration. Was wir in der ersten Halbzeit hatten, die ein bisschen Wurfpech. Das hat uns im Spiel gehalten. Und ja, ich meine, die waren halt in der zweiten Halbzeit eine Klasse besser, muss man halt zugeben. Ich glaube schon, dass wir vor allem das erste Viertel dominiert haben. Ich glaube auch, dass wir die erste Halbzeit unterm Strich dominiert haben. Aber mir war klar, dafür hat Göttingen zu viel Qualität, ja, zu viel Erfahrung und auch zu viel Athletik auf dem Feld, dass das dann so einfach wird. Ich denke, was in der zweiten Halbzeit das Problem war, dass wir nicht mehr auf dem Level weiter geworfen haben wie erste Halbzeit. Die Wurfquote ging runter, sie war deutlich über 50% erste Halbzeit und Göttingen hat, je länger das Spiel gedauert hat, immer besser und immer aggressiver und immer intensiver verteidigt. Das heißt, unsere Würfe wurden schwieriger und viele, ich sage jetzt mal, die erste Halbzeit dann noch gefallen sind dann am Ende dann nicht mehr gefallen. Ja, auf der anderen Seite haben wir, denke ich, auch intensiv verteidigt, aber Göttingen hat die Big Shots gemacht. Ja.